Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und ich hab mal wieder Bock auf Lovebites. Ja, Lovebites müssen her, habe ich hier auch die CD stehen, die aktuelle Judgment Day. Und jetzt kommt hier aber ein Lied, das ist nicht auf der Judgment Day drauf, das ist ein bisschen was älter. Das ist Don't Bite the Dust in einer Live-Version von der Ride for Vengeance Tour 2021. Und da die Mädels mega Spaß, ich sollte ja nicht mehr Mädels bei denen sagen, hat man mir gesagt. Ich sag Mädels, ich sag ja auch Jungs zu Leuten wie ZZ Top und die sind noch älter. So, da die Mädels, mega Spaß machen und ich die super gerne gucke und höre. Mittlerweile, ja, ich hatte am Anfang durch diese ewig langen Soli, da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen, immer so ewig lange Soli zu hören. Macht mir mittlerweile Spaß. Wir hören rein. Lovebites, Don't Bite the Dust. Los geht das. Natürlich wieder treibende Trommeln, wie immer. Ja. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an Iron Maiden. Oder meine ich das nur? Also, geil. Ich muss sagen, Lovebites ist so eine der Bands, die Entdeckung des Jahres quasi für mich. Die gibt schon so lange und ich habe sie dieses Jahr erst für mich entdeckt. Dieses Treibende, sehr geil. Hört euch das mal an. Singen kann die auch. Ja. An die Soli, an die langen muss man sich gewöhnen, aber macht mittlerweile Spaß. Oh, war gar nicht so lang. Auch der Gesang über diese Gitarren, das passt halt so gut zusammen. Hey. Ich finde es halt, in Asien sitzen die halt immer sehr rum. Okay, das ist auch in der Pandemiezeit so ein bisschen gewesen. In Asien war es auch ein bisschen mehr. Deswegen
Da waren die Bestimmungen auch noch krasser als hier. Und dass da, da überhaupt rein durften zu der Zeit, ist schon gut. Geht es zu Ende? Love Bites. Don't bite the dust. Ja, nochmal, Pandemiezeit in Asien, da war das ja noch viel krasser als hier gewesen. Also da ist schon verwunderlich, dass da so viele rein durften überhaupt. Entschuldigung, dass es gerade so hell ist. Ich habe Bildschirm gerade was geändert. Ich musste gerade mal was nachgucken. Aber ja, habe ich jetzt wieder alles geändert. So, ich tue meinen Kaffee nochmal. Ich trinke gerade mal auf euch, bevor ich wieder was im Hals habe. Ja, Love Bites machen mir eigentlich immer mega Spaß, seitdem ich damit mich darauf eingelassen habe, diese ewig langen Soli zu hören. Es war am Anfang ja, habe ich mich so ein bisschen dagegen gesträubt, aber man wird ja auch älter und reifer. Das Lied war vor allem mit der alten Bassistin noch, mit der Miho. Ich glaube, die war sogar eine der Bandgründerinnen, ne? Oder die Bandgründerin. Ist ja 2021 auch ausgestiegen. Und 2022 kam dann die neue, die Fami dazu. Und die Miho da noch am Bass. Ich meine, sie war es. Ja, muss sie gewesen sein, weil die Fami kam jetzt 22 dazu, also ein Jahr später. Und ich finde, Love Bites machen halt Spaß. Die kann man immer gut hören. Haben auch schon einige Alben an der Zahl rausgebracht. Die Band gibt es seit 2016. Wenn ihr euch für Love Bites interessiert, schaut mal hier oben in das i rein. Ich habe da so das ein oder andere Video von denen dann noch verlinkt. Ich habe ja auf einige Videos von denen schon reagiert. Ja, und gönnt euch hier das Teil. Das Album Judgment Day habe ich im Mediamarkt oder im Saturn bekommen. Ist ja gleiche Unternehmen, wenn ihr da was bestellt. Das kriegt er, also Love Bites kriegt er bei Mediamarkt oder Saturn ohne Probleme bestellt. Nicht alles, aber zumindest ein Teil. Und haben ja auch jetzt aktuell die Live-DVD oder Blu-ray Knockin' at Heaven's Gate. Beziehungsweise da gibt es jetzt auch schon zum Album. Das ist zweigeteilt. Das erste Teil und der zweite Teil ist wahrscheinlich beides auf der DVD drauf. Ich kenne die DVD, wie gesagt, leider nicht. Oder die Blu-ray. Aber zu Knockin' at Heaven's Gate gibt es einen ersten und einen zweiten Teil als CD, als Live-Album. Könnt ihr euch ja gerne mal anhören. Gibt es wahrscheinlich auch auf Spotify, nehme ich an. Sollte. Und ansonsten halt die ganzen Studio-Sachen von denen. Alles gut, alles. Es klingt halt. Aber den rockt das halt. Die sind vom Stil her erinnern mich sehr an Iron Maiden. Was absolut nichts Schlechtes ist. Ich mag Maiden. Die alten Sachen lieber als die neuen Sachen. Aber ne, jede Band darf sich verändern. Love Bites darf sich auch verändern. Und mein Geschmack darf sich ja auch verändern. Ich habe am Anfang über die langen Soli immer gemeckert, dass man da so viel reinpacken muss. Mittlerweile gefällt es mir. Deswegen höre ich Love Bites. Das wird mir jetzt nicht bei jeder Band gefallen, so lange Soli. Aber bei denen gefällt es mir. Hört rein, schaut rein, guckt euch alle Videos von denen an. Und wenn ihr es so weit geschafft habt, mein Video bis hier zu gucken und das Ganze noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Und ich würde noch sagen, habt mal einen wunderschönen Tag.